für die, die jetzt neu dazugekommen sind, im Namen der Stolperstein-Initiative Rüsselsheim. Wir wollen hier an diesem Ort in der Hügelstraße den Stein von Albert Stoibe und für Albert Stoibe verlegen lassen. Und ich freue mich, an dieser Stelle begrüßen zu können den Sohn von Albert Stoibe, steht hinter mir, aber auch die beiden Enkelkinder, herzlich willkommen. Von Albert Stoibe sind es die Enkel, von Ihnen sind es die Kinder. Herzlich willkommen Ihnen und vielen Dank, dass Sie sich hierher nochmal auf den Weg gemacht haben, zumindest in Ihre alte Heimat. Und ich freue mich auch, dass Herr Stoibe sich bereit erklärt hat, an dieser Stelle nicht nur die Patenschaft für den Stein zu übernehmen, sondern auch die Rede an diesem Ort für diesen Stein selbst zu halten. Und er hat mir vorher gesagt, das ist keine Rede, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. Das hätte ich jetzt auch so gar nicht erwartet, denn der Sohn hat sicherlich mehr zu sagen und Unmittelbares zu sagen, als ich es in der Rede erwarten könnte. Herzlich willkommen, vielen Dank. Gute Masche. Mein Name ist wieder. Ich war knapp 3 Jahre, wie mein Vater verhaftet ist. Also von dieser Zeit weiß ich ja nur aus Erzählungen, sonst gar nichts. In einer 3 Jahren, das weiß er nichts. Aber was ich weiß, ich bin hier in der Hügelstraße mir groß geworden. Ich weiß nicht, ob die meisten das wissen, dass hier die erste Pumpe von Rüsselsheim gefallen sind, die deutsche Fliege. 1939 sind hier 4 Pumpen gefallen. 2 Blindgänger und 2 sind losgegangen, die waren beim Harz und neben da beim Wolf. Und wir Kinder haben dann die Spinner gesammelt und waren ganz stolz gewesen. Das war die Hilfstraße. Dann habe ich die Frau, früher, das war so alte Rüsselsheimer, die haben vor der Häuser gesessen, haben gestrickt, haben sich unterhalten und wir sind als Kinder haben dann auf der Straße gespielt. Und dann habe ich in der Frankfurter Straße habe ich als Treibschiss gespielt. Von der Opelbrücke bis zum Marktplatz. Vielleicht war mal ein Auto gekommen, wo man weggehen musste. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war irgendwann, das hat ja knapp 10.000 Einwohner gehabt. Da hat es ja nur 2, 3 Schulen gegeben. Das war die Waldstraßschule, also bis zum Vierschuljahr. Dann war die Parkschule. Da war die Mittelschule, hat es damals geheißen, was dann die Realschule war. Und dann war die Oberschule für Jungen. Da Realgymnasium. Die ganze Siedler, die musste von da aus hier herlaufen. Da hat es ja gar keine Schule gegeben. Das war unser Sein. Also es war überschaubar, war eine kleine Stadt. Und ich kann nur sagen, gemobbt bin ich eigentlich nicht geworden. Aber meine Mutter, die musste arbeiten gehen, dass wir hochgekommen sind. Und es war eine ganz furchtbare Sache. Wenn mein Vater wieder zurück war, na gut, da bin ich nicht gut gekommen. Und da hatte man auch nicht so viel gehabt. Und am Schluss war er nachher bei den 999. Er hatte dann eingezogen, hatte, war es sehr unwürdig, weder Vorstrafe und politische Vorstrafe. Und dann ist er eingezogen worden, im Kurfürst hatte man mal besucht, da war Ausbildungslage. Und dann ist er zum Afrika-Korps kommen, was er weiß. Wir sind in die Kurs gekommen und ist das Schiff besenkt worden. Dann haben wir in die Kurs gelegen und dann war Fettpost. Ich habe ich ihm geschrieben, ich hätte gerne Fußball. Da hat er geschrieben, der ganze Insel gibt da einen Fußball, der ist gerade lang. Ja. Da hat er mir 2 so Schildkröte, Panzer geschickt. Die hatten mir als junge Eltern in der Cowboy gemacht, aber befasst. Das hatte ich schon mal gehabt. Und dann ist der durch die Krankheit damals wohl dann auch gekommen. Der Hund war eine. Der ist eher nach St. Pölten gekommen. Und ist aber gleich wieder ein Heimaturlaub. Das habe ich eigentlich am Ende bekommen. Und dann war er wieder krank und er war in Bad Göcking. Da bin ich mit meiner Schwester, wir waren damals evakuiert. Also Gymnasium in Spöttlingen. Und da hatte ich frei, das ist mir hingefahren, nach Bad Göcking.
hat man alle, da hatte der 140 Stunden. Also das gesehen. Das war in der Herbstferie. Und an Weihnachten, kurz vor Weihnachten, haben wir eine Schreibe bekommen vom Rechtsbursch. Er sollte kommen, mit meinem Vater ging es zu Ende. Und das kann ich euch schon mal sagen. Mit der Neigung, ich war 12 Jahre alt, hat mein Vater erst wie ein paar Wochen vor gesehen. Hab den nicht mehr gekannt, hab dann gelesen, Albert Stoiber. Und mein Vater, der hatte den Mund zu, und da habe ich die 10 Zähligen. War 39 Jahre, der ist mit 54 Pfund, ist der gestorben. Wisst ihr, was das ist? Ein Mann, wo normal groß war. Da, ich war dabei, habe in die Hand gehalten, wo ich starb, hat er mir einen Versprecher. Das habe ich bis jetzt gehalten. Guck, geh nie in der Partei. Ne? Das muss ständig geschehen, was. Ich habe euch viel leider gehört, aber ich habe keine leider gehört. Das war die Nazi, wo ich leider gehört habe. Ich bin stolz darauf, dass mein Vater mich das mal geschützt hat. Ja, vielen Dank. Wir haben das ja auch schon veröffentlicht, Teile aus dem Lebenslauf von Albert Stoiber, das viel zu früh zu Ende gegangen ist. Er war im KZ Bergamoor, er war, das haben Sie auch gesagt, im Strafbataillon 999. Und wir wollen, weil wir denken, an dieser Stelle passt es, Ihnen das Lied von den Moorsoldaten spielen. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner kann hindurch. Das Leben kosten vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten. Ja, Technik liegt geistert. Herr Stoiber, ist Ihr Haus zerstört worden seinerzeit hier? Nicht hier, hier nicht. Wir sind von hier aus weggezogen in die Frankfurter Straße, gehen rüber von der Backschule, wo heute das Backhaus steht. Und das haben wir durch den Verband gesetzt. Haben Sie es gehört?
Also dieses Haus nicht, aber die Familie ist umgezogen in die Frankfurter Straße, da wo heute das Parkhaus steht, und das Haus hat einen Treffer erhalten. Hier? Ach, Sie sind in Rüsselsheim? Ja, ja, in der Halle. Dankeschön. Ich lade Sie herzlich ein zur dritten und letzten Verlegung eines Stolpersteins heute in die Böllwe-Siedlung. Und zwar in die Paul-Hessemer-Straße, Ecke Oppenheimer-Straße. Für die, die jetzt nicht wissen, wie sie da so schnell hinkommen können, haben wir einen Bus hier stehen. Der fasst natürlich nicht uns alle, aber die, die mitfahren wollen und nicht anderweitig hinkommen können, die laden wir herzlich ein, mit dem Bus zu fahren. Alle anderen lade ich so ein in die Böllensee-Siedlung. Und wir hören noch einmal Pavel Moskowo. Vielen Dank Ihnen noch einmal an dieser Stelle.